Ey, hey, Chica bin ich ja. Man kennt mich überall. Hä? Nein. Guck mal, nein, hör mal. Ich hab deine Papiere dabei, hab ich. Nein, nein, ich bin gleich da bei Arbeitsamt. Hab ich alles da. Haben wir gemacht, schön. Neue Adresse und so. Kein Problem. Kriegst bestimmt Hartz IV. Mach keine Sorgen. Wirklich. Natürlich, ich komm gleich. Kostet aber extra. Kostet extra. Hartz IV kostet extra. Ja, natürlich. Kein Problem, 10 Minuten, ich bin da. Was? Hä? Nein, guck mal, und die Mädchen, noch ein Tipp. Umsonst gebe ich dir jetzt, aber nicht jetzt anrufen und Verabredung machen. Jetzt anrufen, musst absagen. Jetzt, und mit Mädchen gebe ich dir einen neuen Tipp. Jetzt musst du anrufen und absagen. Ich weiß, du willst treffen. Ach, guck mal, willst du sie einmal treffen und nie wieder oder willst du sie einmal treffen und dann die ganze Zeit wieder? Ha? Ja, siehst du, die ganze Zeit wieder, oder? Darum, du rufst jetzt an und sagst, du kannst nicht oder machst SMS, du hast keine Zeit. Ich sag dir auch warum später. Dieser Tipp kostet kein Geld. Nein, nein, ist extra. Umsonst für dich. Extra umsonst für dich. Okay, hatte bis gleich. Hatte, tschüss. Tschüss, Mehmet. Hatte, tschüss. Mehmet, guter Junge. Arbeitslos. Und will Hartz IV machen. Habe ich ihm geholfen. Ich helfe Leute, wenn. Aber er kriegt eigentlich nicht Hartz IV, weil er ist noch nicht. Er ist Duldung. Aber ich habe gemacht, komm her, ich kann aus Duldung kann ich machen, kannst bleiben für immer. Es gibt Technik. Darf ich jetzt nicht sagen wegen Polizei und so. Aber guck mal, jetzt ist ganz, Wetter ist ganz schön heiß. Weißt du, guck mal, er auch hat mich gefragt, ey Mädchen, lack, flirt, flirt, wie geht? Habe ich auch mehr Tipp gegeben. Normalerweise, Tipp kostet Geld, normalerweise. Aber jetzt, heute umsonst, weil mir geht's gut. Ach, schön braun, Wetter, Mädchen sind schön, da kann man auch mal sagen. Ich brauche kein Geld, ich schenke dir Geld. Meine Tipps ist mein Geld, schenke ich dir. Guck mal, jetzt Wetter heiß, viele Jungs sind heiß, sehen Mädchen und werden so verrückt. Gerne Kaffermaniak, sagen wir, weißt du. Und da haben wir gesagt, okay, was kann man machen, weißt du. Und die Jungs sagen, ey Tiger, ich habe große Probleme. Weißt du, ich treffe Mädchen, aber ich weiß nicht, will ich was von Mädchen oder will ich nicht von Mädchen. Ich bin durcheinander. Sag ich, das ist eine gute Frage, weißt du. Viele Jungs wissen nicht. Sie machen Verabredung mit Mädchen, aber die wissen nicht, stehe ich auf Mädchen oder stehe ich nicht auf Mädchen. Und dann gibt es ganz einfache Tipp, guck mal. Es gibt Wochenregel-Tipp, Wochenregel. Du sagst, Wochenregel kenne ich nicht. Natürlich kennst du nicht, weil ich sag dir jetzt. Und Regel ist so, guck mal, wenn du machst Verabredungen mit Mädchen am Montag, dann weißt du, ist Signal für dich, guck mal, wenn ich Verabredungen mache mit Mädchen am Montag, dann stehe nicht auf Mädchen, weißt du. Weil Montag gibt es keinen Fußball, es gibt keine Flatrate-Angebote, Solarium. Montag ist langweiliger Tag und wenn du da machst Verabredung, dann du stehst nicht richtig auf Mädchen. Das ist für dich Signal. Wenn du machst Treffen mit Mädchen am Montag, also Montagmädchen, dann weißt du, du stehst nicht auf sie. Aber jetzt pass mal auf, wenn du machst Verabredung am Mittwoch mit Mädchen, dann du stehst ein bisschen mehr auf Mädchen, ein bisschen mehr. Und jetzt sagst du, hey, woher weißt du? Ganz einfach, weil, guck mal, Mittwoch ist Fußball-Guck-Männertag im Wettbüro, weißt du, weil es Champions League, weißt du, oder ist Länderspiel. Und du machst Verabredung mit Mädchen, na dann, du stehst auf Mädchen, das ist doch ganz klar, weißt du. Das ist Mittwochsmädchen. Aber jetzt kommt, wenn du machst sogar Verabredung mit Mädchen am Freitag oder am Samstag, dann du stehst richtig auf Mädchen, ja. Und weißt du, warum du auf Mädchen stehst? Weil, guck mal, normalerweise Freitag, Samstag, jeder geht raus, macht Lack, Flirt, Mörd und so, weißt du. In Diskothek, Miskothek, weißt du. Schön Auto putzen und dann schön Kudamm hochfahren oder schön Kaffee gehen, Mädchen kennenlernen, weißt du. Aber du machst nicht, was machst du? Du triffst ein Mädchen. Dann du stehst richtig auf Mädchen, weißt du. Jetzt hast du 7 Tage Möglichkeit-Regel, weißt du. Du weißt, Woche hat 7 Tage, 7 Möglichkeiten. Montag Mädchen, Mittwoch Mädchen, Freitag oder Samstag Mädchen. Siehst du? Jetzt du weißt, was du willst von Mädchen. Okay, man kann sagen, zweites Problem, ich weiß, ich stehe auf Mädchen, aber wie soll ich richtig machen? Weißt du, weil du bist ja, das Mädchen auch auf dich steht, weißt du? Weil nicht nur du nur auf Mädchen, sondern Mädchen muss auch auf dich stehen. Das ist alles auch Taktik, Technik, ja. Guck mal, ist ganz einfach.